Hallöchen zur nächsten Modvorstellung. Heute haben wir hier einen Fendt 716 724 Vario SCR in der Version 1.0 und da kann man ein bisschen was einstellen. Mod hat auch eine Größe von 36 Megabyte und ja, 165 PS hat er, 4 Liter Sprit, 50 km/h. Hauptfarbe können wir in diesen 5 Farben ändern, wie ihr das halt auch wollt. Felgenfarbe geht in den 4 Farben. Reifenhersteller wäre BKD, Trelleborg, Michelin und wieder BKD. BKD wäre mit Standardreifen, mit Radgewichten, mit Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Breitreifen nochmal Breitreifen und wieder Standardreifen. Trelleborg wäre mit Standardreifen, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten und wieder Standard. Michelin wäre mit Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten und wieder Breitreifen. So. Design kann man auswählen hier. Standard. Oder Designline. Da ändert sich halt hier der Auspuff und hier das ist der Kühlergrill. Oder habt ihr wieder Standard. Dann habt ihr noch die Designausstattung Power. Die halt solche Sitze. Und dann haben wir, könnt ihr hier noch schwarze Sitze machen. Power Plus Ausstattung, Profi Ausstattung, Profi Plus. Ja, die paar könnt ihr hier praktisch auswählen. Licht könnt ihr dann nur ein bisschen, ja, Standard erweitertes Licht. Hier kommen andere Scheinwerfer zum Vorschein und hier kommen auch zwei neue Scheinwerfer hier oben. Genau. Beziehungsweise ändert sich halt ein bisschen. Wahrscheinlich sind es LED-Lampen. Können wir noch einmal genauer angucken. Rundumleuchten haben wir keine jetzt gerade eben. Dann können wir sagen, eine, zwei oder keine. Warntafeln könnt ihr, ja. Die könnt ihr dann auch manuell auf- und zuklappen, wenn ihr das wollt. Spiegel könnt ihr jetzt die kleinen haben hier oder die großen Spiegel oder die Weitwinkelspiegel sehen dann so aus. Dann haben wir hier noch einstellen die PS-Variante. Ja, Motorausführung halt 165 PS, 180, 200, 220, 240, nochmal 240 und wieder die 165 PS. Dann geht hier noch der Frontlader. Ja. Und ja, ohne Kotflügel, ihr seht es gerade hier. Oder keinen mit Kotflügel. Das könnt ihr dann variieren, wie ihr es denn gern euch oder wie es euch halt am besten gefällt. Genau. Ja, und das war es eigentlich auch schon hier. Gehen wir mal hier rein. Da steht er schon, der Kleine. Ja, klein ist er ja eigentlich nicht. So sieht er aus. Kann man hier gut erkennen alles. Hinten sieht es dann so aus. Bisschen hochgehen, so. Schon mal rein. Eine Hupe. Standardhupe hat er. Hüpfen mal rein. So sieht es innen drin aus. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, wieder mit Simple IC zu arbeiten. Wenn es nicht funktioniert, einfach mit Alt, Groß und STRG arbeiten. Rechts beides. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, wie jetzt bei mir der Fall ist, einmal kurz aussteigen, wieder einsteigen und dann funktioniert es auch. Zumindest bei mir. Türe auf, Türe zu. Lenkrad klappen. Na? Dieses Knöpfchen hier drückt man gleich, das ist nämlich der Ein- und Ausschaltknopf hier. Ja, wir müssen jetzt anlassen. So sieht er, hört er sich an. Hat auf jeden Fall einen anderen Sound. Jetzt haben wir hier das Display. Hier kann man ein paar Sachen einstellen mit dem X da oben. Da könnt ihr hin und her schalten. Genauso wie hier. Profis werden wissen, was man damit zu tun haben, was man machen kann damit. Da werde ich jetzt nicht groß dazu sagen. Ihr seht, dass man hier auf jeden Fall was einstellen kann. Hier unten kann man auch noch ein bisschen rumklicken. Es wackelt hier auch immer wieder ein bisschen. Ob das jetzt hier dran liegt, dass ich jetzt. Ihr seht auch außerhalb des Displays wackelt es hier ein bisschen durch die Gegend. Na? So. Folgendes. Jetzt können wir hier diese ganzen Knöpfe hier, diese 4 Stück sind für die Fronthydraulik und für die Hinterhydraulik praktisch. Da könnt ihr an- und ausschalten und hoch und runter lassen, die Sache.
Der Knopf hier oben in der Ecke hier, der hier, da kann man praktisch dieses Display weg und dran machen. Hier könnt ihr den Sitz noch verdrehen, hier rüber. Na? Und hier hinten könnt ihr noch das Heckfenster öffnen. Und ja, das war schon mal das. Außen habe ich ganz vergessen zu sagen. Hier könnt ihr praktisch noch die Rundumleuchten. Muss wieder ein bisschen größer werden hier. So, jetzt. Bei mir ist die Tasche jede einzeln umklappen, wie ihr es haben wollt. Oder auch hier die Spiegel hier klappen. Oder nicht. Je nachdem, ob ihr den einen, beide oder. Ja, wenn ihr sie halt nicht natürlich konfiguriert habt. Logischerweise natürlich, ne? Gut, hüpfen wir mal wieder rein. Jetzt zeige ich euch mal das noch geschwind mit diesem Hebel hier. Lenkrad wird schön angelangt. Fuß. Der eine funktioniert prima, der andere macht gar nichts. Jetzt, Moment, ich hänge mal kurz an. So. Er hängt jetzt hinten dran. Dann können wir nämlich hier, jetzt muss ich was gucken, welches war. Hier drauf drücken. Ah, der war es nicht. Ah, jetzt gut, wieder nicht. Bei mir irgendwie ein bisschen komisch hier. Ihr seht hier, das läuft jetzt. Wir drücken, läuft nicht mehr. Und hier die Taste hier ist senken praktisch, ne? Senken und heben. Na? Und hier, wie gesagt, anlassen hier drüben. Die Taste und die Taste sind praktisch dann die Tasten für vorne genau das gleiche. Wenn ich das jetzt vorne hin machen würde, jetzt genauso funktionieren. So, man sieht, er lässt auch schon wieder hier die Leistung nach hier. Guck mal, wie es draußen aussieht. Das funktioniert soweit. Schläge sind eingestöpselt. Klappt. So. Funktioniert also auch. Kein Problem. Hebel wird auch nach vorne gedrückt. Ja, genau, wird nach vorne gedrückt. Ihr seht es hier. Der Joystick. Das funktioniert. Nur das Display flackert halt, ne? Ihr seht es hier drin. So, jetzt hocken wir wieder drin. Jetzt ist vorne das Gewicht dran. Jetzt können wir das Gewicht auch heben und senken. Mal gucken. Wieder raus. Das tut bei mir manchmal nicht gleich auf einen Schlag. Ne, da war es die hier. Jetzt hört es. Das ist das Gewicht, wo vorne hoch und runter kommt. Das funktioniert auf jeden Fall. Das Display macht mich ein bisschen nervös, da muss ich sagen. Warum auch immer das so ist hier bei mir. Ihr hört auch, der Sitz, er wackelt. Das ist also auch mit eingebaut. Die 53 läuft da. So. Also, steigen wir mal kurz in die Dunkelheit. Gucken mal, wie es aussieht im Dunkeln hier bei dem Fendt hier. So. Einmal Licht vorne. Zweimal Licht. Dreimal Licht. Wieder aus, innen drin. So. Einmal Licht, da geht das Display an. Ihr seht, das bringt schon was. Wir stehen wahrscheinlich direkt jetzt unter der Laterne, gell? Na, schade. Moment kurz. Oh, man kann es hier. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ja, jetzt ist es ein bisschen dunkler hier auf jeden Fall. Also, wie vorhin.
Was ich vergessen habe vorhin, da kann man auch noch das Rollo runter machen und hier kann man das Dach öffnen. Genau. Gut. Ihr seht die Displays. Hier geht auch noch das Licht an, hier geht auch noch ein paar Lichter an. Das funktioniert alles. Blinker funktioniert auch. Genau, Warnblinker funktioniert vorne, hinten und vorne. Ja. Logbuchdatei. Ihr seht hier, mal kurz runtergehen. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Warning drin, Errors drin. Also ganz fehlerfrei scheint er nicht zu sein. Ja. Wie gesagt, wenn ihr ihn haben wollt, der Videobeschreibung ist der Link dazu drin und da könnt ihr ihn dann auch runterladen. Dann würde ich sagen, viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal und ciao.